Mhm. Ah, hier kann man. Gut, gleich, stimmt. Prioritäten setzen. Noch mehr. Nicht bereit. Tankzeugs. Ja, und dann mal auch. Dürfte es das gewesen sein, ja. Und jetzt wahrscheinlich den anderen Knopf. Ist hier auf der Seite noch einer? Ne, aber hier. Ja, manuell. Okay, ne. Wahrscheinlich nochmal halten. Ah. Hä? Mit Chinese. Ah. Ja. Gut, dann mache ich das Chinese-Zeug. Spät. Okay. Wow. Ja, toll, das nachladen. Was? Mit was lösen. Aus, ja. Nicht mit Chinese, hier auch nicht. Okay. Oder müssen wir das da wieder. Ja, müssen wir wieder am Hauptschalter machen, wahrscheinlich. Mhm. Ja, hättest du mich nicht so spielen. Der Stuhl ist im Weg. Okay, der Tank ist voll. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Ui, heiß. Heiß. Dämliche Uralttechnik, die taugt rein. Oh. Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du gerüstet wirst. Na toll. Oh, nö. Hierher. Gut, gut. Schön chillig. Das ist keine Zeit für chillig. Da ist nirgends ein Countdown zu sehen, also haben wir lange genug Zeit. Ja, aber die Immersion. Nebenbei, warum rennst du eigentlich neben dem Triebwerk? Lass mal beim Leben überall. Ne. Ach komm, hör wieder auf zu fucken. Ab weg. Oh, ich bin nicht durchgekommen. Hast schon aufs Kleine. Okay. Jetzt komm ich wieder nicht durch, oder? Ja. Ach komm. Ja. Tolle Aktion. Ja. Wenn du dem wieder Stasi gibst, komm ich nicht gerade durch. Ist super, war auf dem Platz, bin auch durchgekommen. Ja, aber nicht schnell genug. Hättest du ihm nicht Chinese gegeben, wäre ich gescheit durchgekommen. Auch schnell genug. Aha. Ja, wohl. Ich glaube, die fallen von selber und dann muss man auch mal recht drauf schießen. Tschüss. Tschüss.
Das war doch zu erwarten, oder? Ich hatte den Eindruck, als hätte ich genug Zeit. Vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Oh, was wie von oben? Ne, ich dachte, du wärst gewusst. Erzähl. Nope. Hier den Aufzug. Ja, ruf ihn. Hab ich schon. Glaube ich. Nicht. Und drauf. Jo. Da. Wie krieg ich mich so tot beim Viechern dann rauskommen? Ich muss sagen, das räumt schön aus. Ja, das geht, ne? Oh. Jesus, kommen Sie her! Nö. Nö. Dankeschön. Noch einer. Ja, dann schnell rauf. Zu schnell, schnell. Jetzt. Komm, komm, komm! Oh ja. Entschuldigung. Das Schleusentor klemmt! Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet... Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Na toll. Wo ist unser Ziel? Keine Ahnung. Da hinten runter. Ganz einfach nur vorbei. Hast du das Heilungshilfe-Dingen? Hm. Ah, hab ich schon gehört, warum ich noch nicht mehr Alter. Ja, genau, von unten. Ja, explodiert noch irgendwas in meiner Fresse. Na, bist du. Ah, hier. Kommst du? Ja. Wo ist der Keller draußen? Jo. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Ich könnte Medikits gebrauchen. Ebenso. Wieso kann ich die Aufzüge nicht mehr rufen? Hä? Geht doch. Hast du jetzt gerufen gehabt, oder nicht? Ja. Seltsam, seltsam. Hast du noch Packs, ne, wa? Nee, sonst hätte ich mich auch schon geheilt. Ui. Hi. Da steckt was im Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff? Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Das ist das Geschütz.
Geschütz? Oh. Isaac, das Shuttle wird jede Minute starten. Was ist mit dem Tor? Der Antrieb hakt immer wieder. Ich versuche, ihn so schnell wie möglich frei zu bekommen. Ach so, warte mal. Ich glaube, wir sollten da. Ich glaube, haben alles richtig gemacht. Jetzt bin ich jedenfalls wieder du. Hallo. Hui. Hi. Geschafft. Er hat's geschafft. Gut gemacht. Juhu. Gott sei Dank, Isaac. Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Wohin? Dahin. Mhm. Hier war doch irgendwo die Bahn. Warum? Ich weiß nicht so. Autsch! 200 Meter. Ist, pass auf, da kommt die nächste Mine hinter dir her. Ja. Ich flieg da einfach vorbei. Auch gut. Was? Was war das? Ich hab einen Sauerstoffcontainer aufgemacht und mir hat's einen Arm und einen Kopf weggefetzt. Schön. Sicher, dass das Sauerstoff war und nicht Propan. Ne, das war hier so aus dem Container. Hör auf, mich zu targeten, so dumme Mine. Ah, schaffst du schon. Ah ne, hier die Viecher. Werden das wahrscheinlich gewesen sein. Keine Ahnung. So, Sauerstofftank, Sauerstofftank. Komm. Wo bist denn du da? Oh, wie kam er hier nochmal auf den Boden zurück? Alt. Alt, genau, wir haben diese dumme Funktion. Oh, hi, Mine. Ach komm. Was machst du denn? Ja, ich hab fast kein Leben mehr. Ich will aber das Lager da, da war ein Lager. Nein, scheiß Mine, geh weg. Ich meine, wirklich, was passiert da ständig bei dir? Ich hab keine Ahnung. Abkratzen. Ich glaube, mich trifft immer eine Mine. Nee, das werden diese komischen kleinen Sprengviecher sein, ja. Ich will jetzt das Lager. Schon. Na ja, okay, diesmal hat's mich nicht gekillt. Ja, aber mich gleich. So, wo bist du? Alter. Ja, da wo es das Lager gibt. Ach komm! Was sind das für Wichsviecher? Ich renn rum und die treffen mich trotzdem. Ich folge jetzt einfach mal direkt. Ja, das wäre nicht schlecht. Optimalerweise ohne Minen, jo. Und obwohl das Lager da genau vor uns ist. Sieht man doch. Ich hab's nicht gesehen bisher. Jetzt kill ich erstmal diese Viecher hier, ey. Ekelhaft sowas. Auf, da sind noch mehr. Trudeln hier so komisch rum. Ja, aber ich glaube, das waren die Viecher, die direkt auf die Plattform hier schießen.
Stirb. So, jetzt. Ja, das waren die. Alt. Ah, hier ist das Lager, ich sehe es. Jo. Stuff. Genau deswegen wollte ich hier hin. Militärantrieb, siehst du? Geil. Ja, ist halt der Standardantrieb, ne? Haben wir zwar schon, ja, ist egal. Ah, Heilung. Oh, ich habe auch Heilung, sehr gut. So. Gut, jetzt müssen wir... Wohin? Durch den Boden durch, okay. Da. Moment, Moment, ich bin verwirrt. Drück einfach B. Dann macht er deinen Charakter in die richtige Richtung. Schon klar. Nur 3D-Raum ist immer ein bisschen was komisch mit so einem seltsamen Sichtfeld hier. Komm, da hoch. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer noch. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Sir. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie es sagen... So, müssten wir da wieder... Hey. Hui. Hui. Dahin müssen wir, okay. Guck mal, ich mach den Kopfstand. Machst du? Machst du. Auch schön. Nein, ich will nicht hinten sitzen, danke. Doch. Nein, will ich nicht. Ich möchte was sehen können. Oh, mein Sauerstoff wird knapp. Ah. Was denn? Ich möchte auch was sehen können. Nee. So, jetzt richtig Tür. Dankeschön. Really? Ja. Video ist echt verpixelt. Nein, nein, das ist nur die Scheibe, die ist ein klein wenig dreckig. Verpixelt. Nein, dreckig. Immersion bewahren. Hey, hüpf. Bäh. Da. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay?
Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Okay. Was sollen wir jetzt mit Chinesen hier veranstalten? Anscheinend das Ding hier. Ja gut, aber den ganzen Antrieb? Ja gut. Das geht schon locker easy. Ist doch leicht befremdlich. Was das hier? Oh, hallihallo. Wo kam der Schaden? Ach, da ist wieder so ein... Ratte. So. Ah ja, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ah ja, nehmen wir mal den ganzen Antrieb raus. Schaffen Sie alles weitere allein? Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Okay, Leute, ich hab den Antrieb. Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Gefunden. Depp. Hast du da gefunden? Ja, gibt das, was wir brauchen. Ja? Nee. Enter ist es doch. Ja, drück B. Ja, B, da. Bist du. Egal.